Puccini hat eine Fähigkeit, nicht nur in Manon, da beginnt er damit, aber in allen seinen Opern ist es, das Publikum direkt anzusprechen. Es ist ein Zauber. Die Verliebtheit ist immer so. Es gibt einen Zauber und es verzaubert die beiden. Und dieser Zaubermoment wirklich ist sehr schön komponiert beim Puccini. Mir ist wichtig, spüren zu lassen, dass der Puccini sich eine Geschichte aus dem Rokoko aussucht, dass es also da eine historische Distanz gibt zwischen einer Musik, die Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, aber mit einem ganz starken Bezug schon ins beginnende 20. Jahrhundert, also diese moderne Art, Gefühle zu singen und Gefühle im Orchester aufbrausen zu lassen, gegen eine visuelle Welt des Rokoko zu setzen. Diese Reibungsfläche finden wir sehr spannend. Jedes Mal, wenn diese Szene kommt im dritten Akt, dass du wirst aufgerufen nach alle Prostituierten, es ist Gänsehaut pur. Also jedes Mal, ich habe mehrmals schon die Rolle gesungen, aber trotzdem, man fühlt sich wirklich beschimpft und erniedrigt. So wie Violetta in Verdis Traviata nicht sterben will, so will auch diese Manon nicht sterben. Und trotzdem findet Puccini Klänge dafür, wo man sagt, jetzt erst realisiert sich die ganze Kraft dieser Liebe. Jetzt erst sind diese beiden Personen, haben die wirklich zueinander gefunden und nur noch Stein oder Sand oder was auch immer. Das ist eine Ausnahmesituation in der italienischen Oper und immens packend.